Guten Abend, liebe Whisky-Freunde. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute habe ich mal ein eigen kreiertes Poloshirt an. Und das hat mich dazu bewogen, mal so ein bisschen zu philosophieren über eigene Abfüllungen. Das hat jetzt hier nichts mit den Abfüllungen zu tun, sondern das ist halt unsere Freundegemeinschaft. Wir grillen immer gern zusammen und jedenfalls haben wir irgendwann mal gedacht, machen wir noch mal ein eigenes Poloshirt mit Logo und dann setzt man sich hin und hinten drauf haben wir dann die Namen, ne? Und was jeder so für eine Funktion hat. Und ich finde es immer ganz lustig und echt schön. Und so ist es mittlerweile auch in den verschiedensten Whisky-Gruppen. Ich selber habe noch keine eigene Abfüllung. Wenn, dann müsste natürlich bei mir sowas draufstehen. Als erste Wahl natürlich und auch nur, da steht nur ganz klein dann drauf. Benria-Freunde oder weiß ich, meine Gruppe oder keine Ahnung. Haben wir noch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Ich mache auch nicht so oft bei diesen speziellen Abfüllungen mit, weil jeder entwirft ja mittlerweile was Eigenes. Bei manchen habe ich glücklicherweise mitgemacht, bei manchen habe ich glücklicherweise auch mal gewonnen, wenn man manchmal in den Gewinnspielen oder in den Gruppen einfach mal kommentiert. Ja, das ist immer so ein Experiment und darüber will ich einfach mal heute mit euch sprechen. Als erstes habe ich hier eine Flasche, ihr seht, die habe ich schon geöffnet, von den Whisky-Freunden Baden, Batch 1. Und das ist ein Speyside Whisky, der nochmal im spanischen Süßweinfass gefinisht wurde. Das war alles wunderbar bei Facebook kommentiert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was es für ein Süßwein war. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es jetzt 3 Monate war oder wie lange da gefinisht wurde. Jedenfalls war es ein 30 Liter Fass, was organisiert wurde. Und ich habe mich deswegen auch beteiligt, weil der Speyside Whisky, der da drin ist, und ich hoffe, dass ich das offiziell sagen darf, es steht bloß hier nicht drauf, ist ein Benriach. Ja, das war damals der Cask Strength Batch 1. Und im Nachhinein, ich habe die Flasche bekommen und wollte ja lange aufheben, was Besonderes, du weißt ja gar nicht, wie er schmeckt, gell? Zu spät aufgemacht, die Flaschen sind verkauft. Wie viele Flaschen gibt es davon? Da stand irgendwie was drauf. Ach ja, dann hier hast du eine Fassteilung, one of private Fassteilung, one of 60 bottles, ne? Also 60 Flaschen gibt es davon und das hat sich also, die haben sich also sehr viel Arbeit gemacht, der Sven, also sein Freund über Facebook, lange mit dem Etikett beschäftigt und eine Geschichte drauf geschrieben. Was mich jetzt gar nicht so interessiert hat oder gar nicht so anmacht, weil ich natürlich mit Baden jetzt nicht so viel zu verbinden habe. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine schöne Idee. Für die Leute vor Ort ist es sicherlich noch interessanter als für mich. Mir ging es jetzt wirklich nur um den Whisky. Aber da hängt viel Arbeit dran und das sind 500 Milliliter Flaschen, also halbe Liter Flaschen. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Preis damals bei 60 Euro. Und das ist natürlich mit dem Aufwand, der privat betrieben wird, schon gerechtfertigt. Schöner ist, wenn natürlich ein bisschen mehr in den Flaschen drin ist. Und ich kann euch sagen, das ist ein Gedicht, den schenke ich mir super gerne ein. Natürlich eigentlich nur zu besonderen Anlässen. Und der besondere Anlass ist halt heute wieder mit euch. Ne? Ich werde jetzt gar nicht so viel zu dem Whisky sagen, weil den werde ich wahrscheinlich fast gar nicht bekommen. Aber ich will einfach mal so über unabhängige oder private Abfüllungen sprechen. Wie gesagt, ich würde sowas machen, gerne mit der Range oder mit Destillerien, die Billy Walker betreut hat. Das heißt also Benriach, erste Wahl, Glendronach, Glenglassow oder vielleicht jetzt die neue, die ja heute rausgekommen ist. Glenallachie. Sorry, ich musste zwischendurch mal einen Schluck nehmen. Oh, herrlich. Der Süßwein
Der hat in diesem 30 Liter Fass so viel Aroma abgegeben, so eine richtige Fruchtkomponente, richtig wunderschön. Ja, ich hatte es damals in diese Gruppe reingeschrieben. Leider zu spät geöffnet, falls noch jemand eine Flasche hat und verkaufen möchte. Ich zahle auch mehr, also, aber war nichts mehr zu machen. Ich habe keine weiter bekommen. Oh, ein Gedicht. Sehr, sehr schön. Die zweite Flasche, die kann ich aber jetzt nicht gleich trinken. Ist hier so vom anderen YouTuber, dem Whisky Bubbler, Freunde Edition Nummer 1. Das heißt also, er will weitermachen, ne? Ob ich bei jeder Flasche dabei bin, das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht. Hat mich interessiert, weil es ein Orkney Whisky ist. Und auf Orkney gibt es ja nur zwei Destillerien. Die eine ist Scabba, die andere ist Highland Park. Und nachdem ich den probiert habe, bin ich mir relativ sicher, dass es nicht Scabba ist. Denn ich wüsste nicht davon, dass Scabba rauchigen Whisky produziert. Und so gehe ich einfach davon aus, dass es hier in Highland Park ist. Aber es ist nicht offiziell und es ist vielleicht auch mal so ein bisschen mystisch, wenn man dann sagt, okay, jo, könnte das sein. Er ist natürlich viel stärker vom Rauch als die typischen Highland Parks, die ich schon ein paar Mal probiert habe. Hier, seht ihr hinter mir? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel im Regal. Aber irgendwie ziemlich kräftiger Rauch. Würde im Blind Tasting würde ich auch nicht auf Highland Park klicken. Na, aber ist na klar, wenn es ein Orkney Island Whisky ist, so viele Möglichkeiten gibt es ja davon nicht. Bourbon Fass und 61% Fassstärke. Achso, der andere hier, der war dann bei 52 Volumenprozente. Und ja, davon, dass der Whisky Bubbler hatte ja nur, glaube ich, ein halbes Fass oder ein paar Flaschen da genommen von der offiziellen Fassteilung, denn es gibt irgendwie von dieser Abfüllung 298 Flaschen und der Whisky Bubbler hat für seine Edition irgendwie 40 Flaschen abfüllen lassen und mit eigenen Etikett versehen. Und ja, jedenfalls schön, dass es eine 07er Flasche geworden ist, freue ich mich ganz sehr drüber. Ja, aber jetzt will ich doch mal eine neue Flasche noch aufmachen. Und zu dieser Flasche, da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen. André, du hast gewonnen. Guck mal, das ist echt schön. Ich weiß gar nicht, wo die Flaschen her haben. Die machen echt was her. Sieht wirklich schön aus. Und dann ein schöner Korken. Na, das wäre jetzt natürlich was, wenn der jetzt abbrechen würde, gell? Da wäre die Freude nicht mehr so groß. Naja. Ja, bei dem, die haben ihn genannt Lord of Morayshire. Das heißt, du hast also schon hier einen Whisky drin, der in der Speyside-Region um Elgin liegt. Und die Gruppe, die, von denen ich den habe, ist es Malts Hamburg. Nennen die sich so. 52 Volumenprozente. Und Oloroso Sherry Finish. Wollte ich mal mit irgendwelchen Freunden aufmachen. Aber da haben wir so viele andere Sachen probiert. Da habe ich den irgendwie sogar vergessen. Und das war wieder mal so ein Experiment, denke ich mal. Das ist nur eine von 10 Flaschen. Das heißt, da wird also irgendwo, kauft man sich ein 10 Liter Fass oder ein 5 Liter Fass oder 7 Liter Fass. Kann man, glaube ich, irgendwo, wenn man in Spanien im Urlaub ist oder irgendwo so kleine Weinfässer mitnehmen. Vielleicht befüllt mitnehmen, keine Ahnung, das weiß ich nicht, wie das gemacht wurde. Oder man kauft sich dann den Wein vor Ort, den man gerne finishen würde. Ich würde es natürlich gerne mal mit einem Burgundy probieren, also mit einem Burgundy. Und ja, aber ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich habe ja nachgefragt, was es ist. Habe auch ohne den Hinweis der Verschwiegenheit, weil es eine private Flaschenteilung ist, das bekommen, und damit ich es nicht vergesse, habe ich mir einen Aufkleber gemacht und drunter. Wir haben hier also einen 6-jährigen Nock Ando, der 3 Monate im Oloroso Sherryfass war. Tja, und beim Nock Ando und wirklich 3 Monate in diesem Fass, aber da merkst du schon, wenn es kleine Fässer sind, nehmen die gigantisch viel Farbe an vom Oloroso Sherryfass. Da sind wir mal gespannt, ob die Fruchtnoten da auch angenommen werden, so schnell.
muss ein bisschen Zeit haben zum Atmen. Habe ich dem jetzt natürlich nicht gegeben, gell? Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen hier rum, ob ich noch ein größeres Kernglas habe. Weil er den trinke ich am liebsten. Durch die Aromen da am besten, vermute ich, am besten herausfinde. Das ist hier so ein verkleinertes Glencairnglas. Hier von Laphroaig gibt es von Kilhoman auch oder von der einen oder anderen Destillerie. Schöne Fruchtnoten, aber auch eine gewisse Frische, weil es ein sechsjähriger Whisky ist. Also auf der Flasche steht nichts drauf. Aber die Info habe ich bekommen. Slange. Oh, da habt ihr was Gutes gemacht. Ach. Du hast da die Aromen schon drin, diese Zartbitterschokolade, diese leicht ins Café gehende. Und das nur nach 3 Monaten Reifung. Und da merkt man schon mal, was das ausmacht, wenn die Oberfläche nicht so groß ist. Wenn du ein großes Sherryfass hast, Sherryfässer haben ja so circa 600 Liter Fassungsvermögen. Bourbonfässer im American Standard Barrel haben ja 200 bis 250 Liter. Aber im Sherryfass zum Beispiel kann ich mich wunderbar drin verstecken. So groß sind die Fässer, ne? Also nicht, weil ich jetzt zu groß bin, ne? Aber da könnte sich auch jemand anders drin verstecken, der 1,80 groß ist. Also da. Also Nase leider. Vielleicht aus dem Glas. Habe ich nur leichte Früchte. Ein paar Beeren. Alkohol gar nicht. 52%. Nichts an Alkohol. Das spürst du gar nicht. Und ich hänge die Nase wirklich ziemlich tief rein, gell? Aber das Ding ist echt gut geworden. No, das ist das Schöne, was man mal. Würde man sich ja nie kaufen, oder es gibt es ja auch nicht. Ich wüsste ja nicht, dass es irgendwo ein Nocando gibt, im Sherryfass nochmal nachgereift. Ist eigentlich auch komisch, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Diageo macht ja von vielen Destillerien diese Distillers Edition einmal im Jahr, die also dann, wo die Standards nochmal ein halbes Jahr in speziellen Fässern nachgereift sind. Also überraschend gut gelungen. 6 Jahre Nocando. Den haben die wahrscheinlich irgendwie zu Weihnachten mal abgefüllt. Keine Ahnung, da steht wirklich nichts weiter drauf. Auch vom Bild her, das erinnert mich irgendwie an Weihnachten. Schneebedeckte Kirche oder was da drauf sein soll. Im Hintergrund ein Berg. Und noch ein paar Lichter. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt wirklich über die Flasche nicht mehr. Ich habe sicherlich vielleicht meine Frage richtig beantwortet. Habe mich sehr gefreut, dass ich die Flasche irgendwann dann gewonnen habe. Und muss ehrlich sagen, hat sich gelohnt. Gefällt mir richtig gut. Ja, so, und das sind so Experimente. Das kann man in kleinem Maßstab natürlich machen und in kleinem Umfang kann man das machen. Im Großen ist mit dem Finish dann eher natürlich mit größeren Fässern notwendig. Aber es ist schon mal schön, solche Erfahrungen zu machen. Ja, und Whisky Bubbler seine schenke ich mir jetzt trotzdem mal noch ein. Das ist der letzte Schluck dann heute. Mal den rauchigen. Und zum Schluss. Wunderschön Vanille in der Nase. Cremig schon. So leicht Pudding, Vanillepudding. Und das Verwunderliche in der Nase.
Ja doch, aber was hat, wie viel hat denn der Prozent? Ja, 61, wollte gerade sagen. Das ist jetzt einer, da merkst du den Alkohol in der Nase. Wenn du weiter weggehst. Schön die Bourbon-Fassnote. Aber ich habe noch den Kakaogeschmack oder den Zartbittergeschmack. Schnell mal noch Wasser dazwischen. Ja, vielleicht habt ihr Lust. Ich habe ja ein paar Connections zu verschiedenen Destillerien. Ich weiß nicht, ob das euch interessieren würde. Dass man mal so eine eigene Fassteilung macht, also ein eigenes Fass. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Bourbon-Fass ist und man kriegt da irgendwie 200 Flaschen raus. Geil wäre es ein Benriach, gell? Und hier ist ja, wie gesagt, ist ja in Orkney. Und ich weiß, im Geschmack ist er relativ stark rauchig, aber in der Nase fast gar nicht zu spüren. Und deswegen vermute ich einfach, dass wir da eher Richtung Highland Park gehen. Obwohl, nur weil ich weiß, dass er rauchig ist im Geschmack. Also von der Nase her könnte es, hätte es ja sonst auch ein Scabba sein können. Nichts für Leute, die keinen Rauch mögen. Da sind schon mal PPM verwendet worden vom Malz. Also das torfige Malz. Oder das peated. Das rauchige, smoky. Ja, und der Alkohol, der Kraft macht natürlich sein Übriges. Ja, leider werde ich mich nicht an allen möglichen Flaschen da beteiligen können. Es sieht bei mir sowieso aus wie so ein Labor. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Überall die Sampleflaschen. Eigentlich wollte ich sie reduzieren, aber egal, wo ich hinkomme. Na, dann heißt es, ach, André, hier, nimm mal 3 Stück mit. Und dann gibt es welche, die kommen auf die Ideen und sagen, Mensch, ich würde gerne mal ein paar Samples vorschicken und du sollst dann rausfinden, was es für einer ist. Oh, das ist immer schwierig. Wir waren nämlich erst beim Blind Tasting im. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wann wir dort waren. Ja, also vor 1, 2 Monaten waren wir erst zum Blind Tasting in Zwickau. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil da natürlich einer zum Beispiel bei mir gewonnen hat. Die Flasche hätte ich mir nie gekauft, aber der war wirklich dann top. Ne? Das sind so Erfahrungen. Ja, ihr seht, ich habe hier diese kleinen Flaschen überall rumstehen. Ich wollte das gerne reduzieren. Weil das ist mir zu labormäßig für mich. Ne? Also ihr könnt es natürlich bei euch halten, wie ihr Lust habt. Man kann natürlich da öfter mal was probieren. Das Problem ist, bei den kleinen Flaschen, dann schenkt man natürlich auch noch vorsichtiger ein. Und wenn ich einen Whisky nicht mal dreimal schlucken kann aus dem Glas, ne? Wie ich es jetzt hier, also bei dem kleinen Schluck hier gemacht habe, dann schmeckt man ja eigentlich gar nichts drauf. Du brauchst ein bisschen Zeit. Erstens, bis der Whisky atmet und bis du an die Stoffe rankommst oder der Geschmack sich auch im Mund entwickelt. Und bei diesem, seht ihr hier, das ist wieder so ein Experiment. Das ist hier, geht es um die Ballantine-Serie. Die legen jetzt mal offen, was sie für Whiskys dafür verwenden. Und interessante Geschichte, klar. Aber wenn du so Samples hast, dann bei 5 cl, ja, da kannst du einmal vernünftig probieren oder vielleicht mal 2 Tage und dann ist es schon vorbei. Ist nicht so meins. Deswegen freue ich mich mehr über solche größeren Samples, also 10 cl. Das ist hier wieder von einem Glenmorangie. Das heißt, da kannst du auch mal wirklich über 5 Tage oder so unterschiedliche 5 Tage einfach mal nebenbei noch mal probieren. Das ist einer von diesen. Oh, das sieht man jetzt nicht, ja? Müsste ich irgendwie weggehen. Wo müssen die stehen? Ach, weiter weg. Diese Glenmorangies im Chardonnay-Fass gereift, Fassstärke, ne, so spezielle, die hat jemand anders aufgehabt und haben wir ein bisschen getauscht. Also schöne Geschichten, deswegen 10 cl,
Also meine Empfehlung, wenn es vom Preislichen natürlich geht. Also ich weiß zum Beispiel beim Highland Park jetzt den Light, den ich jetzt auch habe, da ist natürlich 10 CL, kosten dann auch irgendwie 28 oder 29 Euro. Ist natürlich auch nicht billig. Da kriegst du, wie gesagt, meine Sommer-Whisky-Flasche gibt es ja auch schon für günstiger. Da hast du also eine ganze Flasche von dem. Ja, aber man kann es halt mal probieren. Und man kann es, es ist ähnlich, ich kenne es ja aus der Personalabteilung und solchen Sachen. Idealerweise stellt man ja sich einen Kandidaten, den man in die Firma einlädt, schaut man sich dreimal an, also an drei unterschiedlichen Tagen, zu drei unterschiedlichen oder an drei unterschiedlichen Locations oder Örtlichkeiten. Ne? Einmal in der Firma, wo er sich vorstellt, dann am besten, wenn man sich die Zeit nehmen könnte, dann zu Hause noch, damit man weiß, wie das familiäre Umfeld ist, und dann noch einmal in einer anderen Atmosphäre, vielleicht mal unter Druck, ne? Wo man eben stressig hier diese Assessment Center durchmachen muss. Und sehr ähnlich halte ich es gerne mit dem Whisky an unterschiedlichen Tagen, wo man dann sagt, also wenn der mir an den meisten Tagen dann zusagt, ist es, glaube ich, einer, wo ich mir dann eine ganze Flasche gönnen kann. Ja, mittlerweile weiß ich so ein bisschen meine Geschmacksrichtungen. Wie gesagt, das ist ja schon einige Jahre, dem ich dem Whisky so verfallen bin. Und das ist jetzt nur der Tipp für die Neueinsteiger. Ich weiß zum Beispiel, wenn Benriach Moscatel, da, wenn es machbar ist, würde ich mir sofort immer die Flasche holen. Oder wenn es woanders ein Moscatel Finish gibt, bin ich immer sehr, sehr interessiert. Eins meiner liebsten Burgundy zum Beispiel auch noch. Ja. Könnte ich mal noch über Edra Dauer mal drehen. Madeira ist auch immer noch interessant. Wein Cask Finish und ja, Virgin Oaks, Bourbon Oaks, also die ganzen Sachen. Mein Geschmacksprofil ist da wirklich sehr weit, was ich gerne probieren möchte. Und so viele Fehlkäufe, Gott sei Dank, habe ich im Laufe der Zeit auch gar nicht getätigt. Und ja, ich kann also nicht überall dabei sein. Es gibt so viele Originalabfüllungen, die jetzt auch wieder auf den Markt kommen. Glenallachie kam heute mit der neuen Range raus. Dann kommt jetzt die Single Cask, die wieder von diesem Jahr von Benriach. Dann kommt sicherlich irgendwas von Glendronach wieder noch was. Und auch alle anderen. Glen Scotia bringt bestimmt wieder irgendwas noch raus. Oder gab ja diese Festivalabfüllung, die habe ich noch gar nicht gekriegt. Schöne Sachen. Dann hat man über Inchmoring gesprochen. Also es gibt so viele von den normalen Destillerien, dass ich also wirklich gar nicht an den ganzen anderen Flaschen oder Fassteilungen da teilnehmen kann. Aber wenn es machbar ist, freue ich mich natürlich, wenn ich Glück habe, da eine begehrte Flasche zu bekommen. Wie gesagt, bei denen hätte ich mich wahrscheinlich fast gar nicht beteiligt, weil Locando, denke ich, ja, ist ein guter Whisky. Na, aber muss ich den unbedingt probieren? Keine Ahnung. Man täuscht sich da manchmal. Wie bei dem Blind Tasting, da hatte ich ja auch einen kleinen Leash. Dann als Favoriten. Hätte ich niemals gedacht, dass es ein kleiner Leash ist. Nee, kleinen Leash war es nicht. Nee. Entschuldigung, es war ein Craganmore. Craganmore, wenn ich die Flaschen da sehe, das ist ein guter Whisky sicherlich. Aber ich würde da jetzt nicht Spezialabfüllungen extra kaufen. So kann man sich täuschen. Ne? Und so ist es jetzt bei diesen hier gewesen. Malz Hamburg. Gutes Ergebnis, was ihr da gemacht habt. Muss man echt sagen. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Vielleicht kann man doch mal wieder beim Experiment mal teilnehmen. Wie gesagt, solche Experimente mit den kleinen Fässern werde ich nicht machen. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Und wie gesagt, die ganzen anderen Destillerien, die bieten mir noch so viel, was ich noch durchnehmen kann. Ja, vielleicht lasst ihr mich teilhaben, was eure Erfahrungen sind mit solchen Spezialabfüllungen. Würde mich freuen, wenn ihr hier ein paar Bemerkungen hinterlasst. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und habt die Möglichkeit, den einen oder anderen Whisky immer mal zu genießen. Egal, was drin ist, ne? Lasst euch überraschen, was diese privaten Flaschen oder Fassteilungen ergeben. Die geben sich immer sehr viel Mühe.
Da hängt Herzblut mit dran. Das unterstütze ich natürlich gerne. Und in dem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Slange.